krasse Kiste, ey. Ich bin aber tatsächlich heute nur hier, um den beiden ein bisschen auf den Sack zu gehen. Guten Morgen, Leute. Es ist jetzt 7.45 Uhr oder sowas. Relativ früher Morgen. Also ich stehe hier in der Firma bei Mattwerk und räume noch die letzten Sachen zusammen, denn ich fahre jetzt nach Duisburg, glaube ich. Ist es Duisburg? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall zu einem Foliererkollegen von uns. Der Lars ist schon vor Ort mein Arbeitskollege und die haben dort einen ziemlich krassen Wagen zu folieren. Wir unterstützen die einfach ein bisschen dabei und ich fahre da jetzt auch hin, damit die Kiste fertig wird und schaue mir das Ding an und vor allen Dingen zeig euch die Karre mal, weil das ist ein Auto, ich sag's euch, das werdet ihr nicht alle Tage sehen. Also bleibt dran, viel Spaß beim Schauen. Ich fahre übrigens nicht mit meinem Auto, sondern mit dem Jeep Renegade vom Lars. Das ist der Mattwerk-Firmenleihwagen sozusagen. Und ich glaube, der Lars hat die Tage Pizza damit geholt. Geht doch nix über eine gute Buddel Le Massiere. Massieri. Le Massieri am Morgen. Gut, die kommt erstmal nach hinten. Brauchen wir nicht. Ah. So. Jetzt kurz zur Tanke, Frühstück holen und ab geht's. So, Kaffee ist am Start, Marzipan-Croissant auch. Ich finde, es gibt ja neben dem Schoko-Croissant nichts Geileres als Marzipan-Croissant. Und ich fahre jetzt nach Dormagen, genau, in Dormagen ist der Folierer und da fahre ich hin. Aber ich glaube, Duisburg oder Düsseldorf oder sowas ist auf jeden Fall in der Nähe. Drück mir die Daumen, dass ich gut durchkomme ohne Stau. Ich habe nämlich echt keinen Bock, das zu stehen. Leute, man glaubt es kaum. In 7 Minuten bin ich da und ich bin saumüde. Und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf Autofahren. Aber ich habe es ja gleich geschafft. Ich bin gespannt, wie die Karre da aussieht, ey. Das ist echt ein richtig krankes Teil. Ich bin da. Ich bin ja mal gespannt, ob die Jungs da drinnen jetzt am Arbeiten sind oder nur am Schwätzen. Beides ist möglich. Ich hoffe, dass sie am Arbeiten sind, weil der Zeitplan ist nämlich echt, wie soll ich sagen, knapp. Aber gehen wir einfach mal rein und schauen es uns selber an. Steht auf jeden Fall schon mal ein nettes Auto vor der Tür. Da hinten ist übrigens der Golf vom Flo, vom Besitzer von Rapsign. Hier ist übrigens die Stufe. Hi, servus. Ich bin der Dominik, hi. Der Vater von Flo. Wo ist denn der Flo? Da? Ich war noch nie. Da würdest du zur Toilette gehen. Ach so, ich hab keine. Du warst noch nie. Nein. Ja? Nein. Ja. Danke. Ich wollte gerade zur Toilette gehen, da wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Ach so, hier ist, aha, okay, man muss also erst an dir vorbei. Ja, und das schafft nicht jeder. Okay. Das ist Chefbüro. Sehr und hier gut. Die Halle. Die heilige Hand. Guten Morgen. Hey! Wir sind doch tatsächlich am Arbeiten, das gibt's ja gar nicht. Vielen Dank. Moin. So Leute, ich bin jetzt hier bei der Firma Rapsign in den Heiligen Hallen. Die Firma Rapsign ist ein relativ junges Unternehmen, gibt es seit Anfang letzten Jahres ungefähr und die machen richtig krasse Arbeit. Also wenn euch die Sache Folien und krasse Autos interessiert, checkt auf jeden Fall mal den ihre Homepage oder den ihren Instagram-Kanal oder den YouTube-Kanal oder was auch immer. Auf jeden Fall müsst ihr da vorbeischauen und ich zeige euch gleich mal dieses Hardcore-kranke Projekt, was hier steht, wo mein Kollege Lars und die anderen Jungs gerade am Arbeiten sind, weil das Ding ist brutal und sieht man definitiv nicht alle Tage. So, das Auto, um was es heute geht, ist nicht dieser Porsche und ist auch nicht dieser, was ist das noch für eine Karre? Alter, ich bin so schlecht. Toyota Supra. Ein Toyota Supra. Toyota Supra. Genau, ist der neue Toyota Supra. Aber um den geht es überhaupt nicht, denn es geht heute um ein viel krankeres Auto. Ich glaube, das ist, würde ich für mich behaupten, tatsächlich das teuerste Auto, was ich jemals berührt habe, denn es ist ein McLaren Senna. Alter, und dieses Ding sieht nicht nur komplett abgefahren aus, sondern kostet auch nur schlappe 1,4 Millionen Euro. Leute, was ist los? 1,4 Millionen Euro für ein scheiß Auto, was denn? Wie viele Camper kann ich dafür bitte bauen? Das ist ja unnormal. Hardcore geil. Alter Vater, ey. Also das Ding ist echt richtig sick. Naja, auf jeden Fall wird dieses Auto natürlich, wie ihr es von uns kennt, in gewohnter Mattwerk und jetzt natürlich auch Rapsign-Qualität in Lackschutzfolie eingepackt. Und dafür verwenden die Jungs die X-Pel-Folie. Ja, und wie das geht und wie das funktioniert und wie das dann so aussieht, wenn es verarbeitet wird, das zeigen wir euch einfach im Laufe des Videos. Und
ja, mal gucken, ob wir am Ende des Tages einen geilen, lackgeschützten Senna am Start haben. So, wie ihr gesehen habt, ist das Verkleben einer Lackschutzfolie richtig, richtig krasse Sisyphus-Arbeit. Man muss so heftig aufs Detail achten, das ist richtig unnormal. Aber die Jungs machen das echt mega gut. Normalerweise bin ich ja mit dem Lars auch immer am Folieren bei den Autos. Ich bin aber tatsächlich heute nur hier, um den beiden ein bisschen auf den Sack zu gehen und ja, zu kontrollieren, ob die das auch alles richtig machen. Und guck mal, wie süß die beiden hier zusammen das Dach folieren. Also zum Thema Folieren, ja, der Dominik hilft mir natürlich immer. Heute geht er uns nur auf den Sack und das kann er deutlich besser, muss ich gerade feststellen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn du mich fürs Aufs Sack gehen auch bezahlst, kann ich das jederzeit gerne für dich machen. Was sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann mich da ja schlecht irgendwie einmischen. sehr loyal. Ich zahle ja schon seit 2 Jahren dafür. Also würde sich ja nichts ändern. Ach so. Ja, verstehe ich jetzt. Jetzt weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, auf jeden Fall, schau mal, was das für eine Sauerei ist hier, ey. Richtig ekelhaft. Aber das Ding ist halt, im Gegensatz zu einer normalen Vollfolierungsfolie, wie zum Beispiel hier auf der Supra, muss man das Zeug halt nass verkleben, ne? Weil diese Lackschutzfolie hat keine Luftkanäle, das ein blasenfreies Verkleben irgendwie ermöglicht. Das bedeutet, man arbeitet mit einem speziellen Montagegel und eben jede Menge Flutti. Ich finde es schon noch ein bisschen geil, ne? Oh. Mit den Handschuhen noch? Gute Mischung. Ja, die Handschuhe hat er eigentlich nur für die Fotos an. Aber das ist schon heftig. Ich meine, da ist jetzt Folie drauf und man sieht halt nichts. Einfach nichts. Hier ist gar keine Folie drauf. Das ist nur das Carbonstück, was ihr gemacht habt. Okay Leute, ich hab's verkackt, da ist gar keine Folie drauf, aber hier auf dem Carbonstück ist Folie drauf und man sieht mindestens genauso wenig, nämlich gar nichts. Aber hey, da kommt noch Folie drauf. Ja klar, da kommt natürlich dann noch Folie drauf. Aber auch am Ende werdet ihr da kein Stück Folie sehen, weil man sieht's halt einfach nicht. Hier ist auch Folie drauf. Man sieht nix, gar nichts. Teamwork. Ah, danke. Wer das Video von meinem Jimny gesehen hat, der hat ja gesehen, dass ich diese Folie eben custom-made aufgebracht habe. Das heißt, ich habe komplette Folienstücke genommen, bin dann aufs Bauteil gegangen und habe dann natürlich den überflüssigen Rest vorsichtig weggeschnitten. Das macht natürlich bei so einem teuren Auto überhaupt keinen Sinn. Und vor allen Dingen bei so einem Auto, was so heftig verwinkelt ist, wie dieser Senna hier zum Beispiel, weil mit einer normalen Folie würde man hier überhaupt nicht reinkommen. Und deswegen wird hier mit einer Schablone gearbeitet. Mal gucken, ob ich euch das hier zeigen kann. Das heißt, hier die Folienstücke sind schon komplett zurechtgeschnitten auf die einzelnen Bauteile. Und damit man auch eine Orientierung hat, sieht das Ganze dann vorher so aus, damit man weiß, welches Bauteil für was ist. So, der Senna ist jetzt soweit durch und jetzt haben wir den Golf vom Lars nochmal in die Halle reingefahren. Der kriegt nämlich jetzt noch Logos, weil der Golf auf die Essen Motor Show kommt. Das heißt, wenn ihr auf die Essen Motor Show geht, müsst ihr an welchen Stand gehen, Lars?
Das ist der Stand von der Firma Aibach. Ach genau, für der Firma Aibach, weil hier ein Gewindefahrwerk von der Firma Aibach drin ist. Und ja, der ist in Kooperation mit Max Kruse Racing. Ich muss den mal überlegen. Genau, Max Kruse Racing und Benny Leuchter in so einem richtig, richtig fetten Digitaldruckdesign von uns foliert worden. Und ja, jetzt kommen noch ein paar Sponsorenlogos drauf, wie sich das gehört für eine Messe. Ja, und dann kann das Baby auch schon nach Duisburg zum Benny. Da müssen wir nämlich heute Abend auch noch hin, die Kiste abgeben und dann wird quasi der Wagen mit einem Trailer auf die Messe gefahren, dass ihr euch den dort natürlich anschauen könnt. Und dieser Wagen hier wird auch noch foliert. Aber ich zeige noch nicht wie, das könnt ihr euch dann auch auf der Messe anschauen. Der steht bei Mareike Fox am Stand. Steht er da? Hat die einen eigenen Stand? Die hat einen eigenen Stand zusammen okay. Mit Liquid Element zusammen. Ah ja, easy. Habt ihr gerade gehört, Liquid Element und Mareike Fox. Da könnt ihr diese grüne Schönheit hier sehen. Ist auch eine krasse Kiste, ey. Brutal. So, ich muss dem Lars jetzt mal helfen, dass wir hier wegkommen. So, Leute. Mittlerweile haben wir ungefähr 19.30 Uhr und der Tag neigt sich dem Ende zu. Es war sehr, sehr interessant hier bei Rapsign. Auf jeden Fall, die Karre ist wirklich richtig verrückt. Also dieses Auto ist, boah, krass. Also ich wirklich bin immer noch mega geflasht von dieser Kiste. Und ja, wir sind hier soweit durch auf jeden Fall. Gut, der Flo hat noch ein bisschen was an dem Auto zu erledigen, aber das schafft er natürlich auch alleine. Der Golf vom Lars ist auch soweit fertig. Der grüne von Mareike, der wird auf jeden Fall noch ein 2-3 Tage dauern, aber dann ist ja auch schon die Messe. Das heißt, wenn jemand von euch auf die Essen Motor Show fährt, ja, checkt auf jeden Fall mal die Stände ab, da werdet ihr die Autos live sehen. Und ich würde sagen, danke, dass ihr wieder zugeschaut habt und haut doch mal in die Kommentare, ob euch das vielleicht sogar gefällt. Also, dass ich euch ab und zu mal mitnehme in mein normales Arbeitsleben. Also nicht immer nur Campervans, sondern vielleicht auch mal, ja, so Art von Autos. Oder auch andere Autos, die wir eben so machen. Und ja, ich würde auf jeden Fall gerne mal euer Feedback hören und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss mit Öl.